Wie befindet sich bei dir auf der rechten Seite? Zwei Boote für zwei Mannen. Nein, den, oh doch, jetzt könnte ich ihn gleich nehmen. Ziel Nummer 2 habe ich immer noch im Blick. Okay, ich rücke vor zum Steg. Sie sollten hier lieber rausgehen. Was soll ich eigentlich tun? Ich gehe nochmal hin. Wow. Oh, das war ein... Vielleicht war es ein wenig verzögert. Oh, das muss jetzt echt sein. Wie liegst du denn hier rum? Ach, du bist's. Nach dem gestrigen Einsatz. Und dem schönen Wetter. Du weißt ja, wie das ist. Helikopter fliegen, Lama-Schnaps. Aber wir können weitermachen. Das Auto war gestern übrigens noch ganz. Oh, nice. Ich warte mal gemütlich auf dem Klo. Jetzt wäre fett ein Bier schießt. Lama-Schnaps. Der Lama-Schiss. Alles klar, es wird dunkel. Das ist unsere liebste Tageszeit. Ich habe neue Informationen zu Aufklärungsdaten in der Nähe bekommen. Ist auch gar nicht so weit weg von uns. Problem, Feindbasis. Ich glaube, diesmal werden wir da nicht so leicht rankommen wie in der Stadt. Wie? Oh shit. Was war denn das? Was war was? Ja. Hinter uns hat er gerade die Unidad beschossen. Okay, dann würde ich sagen, drehen wir mal noch eine Runde. Ja, die sind hinter uns her. Der Radar schlägt Alarm. Ich sehe das Auto pingen. Die Aufklärungsdaten des HQ ist mal wieder super. Puh. Das nenne ich Bullshit. Ich glaube, wir sollten hier irgendwo mal eine Zwischenlandung einlegen. Der Lama-Schnaps war doch zu stark. Den ganzen Tag durchgeschlafen. Und dann Helikopter fliegen ist vielleicht nicht so gut. Das hätte einen Knick immer auf dich. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, wir machen einen Abflug. Yeah, Geronimo! Such mir eine erhöhte Position. Okay, Nachtsichtgerät habe ich an. Ich gehe von unten rein. Ja, ich würde hier oben von dem Hügel aus das Ganze mal beobachten. Hoppa! Ich muss echt aufpassen, dass mir der Lama-Schnaps nicht gleich hochkommt. Boah. Das ist ja ganz schön wieder aufregend, ey. Weißt du was? Ich vermissen werde, wenn wir irgendwann wieder zu Hause sind. DJ Perico? Auch den. Okay, alles klar. Aber vor allem den Lama-Schnaps. Sniper? So, ich hab mal die Wärmebildkamera aktiviert. Generator. Was haben wir denn hier? Gleich eine Tankstelle gegenüber, ob wir damit was anfangen können. Geschützturm. Mit nur einer Person drin. Eventuell könnten wir den gut gebrauchen. Wie sieht's denn aus mit den beiden Kollegen da oben in dem Turm? Moment. Könntest du die 1 halt auch die 2 ausschalten? Auf wen hast du besseren Blick? Auf beide. Okay, dann nehme ich die 2. Moment. Lass mich noch ein bisschen bessere Position beziehen, bitte. Gern. Ich habe Zeit. Okay, kann losgehen. Auf 3. 1, 2, 3.
Sehr schön. Hast du Blick auf den Scharfschützen? Leider nicht. Okay. Die Zielfreigabe zurück, aber ich könnte eventuell, wenn ich die Position wechsle von der Seite ran, schnapp dir Nummer 2, ich wechsle Position. Fuck. Boah, das kann nicht sein. Ja, ist hinüber. Danke, dass du ihn ausgeschalten hast. Alles ruhig, alles ruhig. Sehe ich doch das Ziel? Negativ. Wechselposition. Drohne fliegt. Daneben geschossen. Verdammt! Weiterhin kein Ziel. Ruhig verhalten. Nein, doch nicht mehr. Gibt's doch nicht. Okay. Okay, alles ruhig. Ich konnte den Nocker ausschalten, bevor Alarm geschlagen hat. Wechselposition. Rebellen. Wurde entdeckt. Ach du Scheiße. Ja, gibt's gleich richtig Party mit Rebellen. Achtung, Tango. Ausgeschaltet. Ah, der hat mich gejagt. Hab ich gar nicht gesehen. Danke. Immer gern. Vorsicht, komme. Ja. Okay, wir können langsam vorrücken. Ich rücke vor zum Generator, schalte den Generator aus. Ich werde mich erstmal schauen. Okay. Die fahren ja alle wie die Verrückten, das ist unglaublich. Ich bin hinter dir. Ich glaube, hab grad noch einen gehört. Vorsichtig, vorsichtig. Vorne. Da befindet sich auch noch einer im Bunker. Moment. Ah, den im Bunker habe ich da noch kein Ziel drauf. Den auf die 1 auch nicht. Okay, warte kurz. Versuch mal, den Bunker zu erwischen. Achtung. Bezielposition auf dem. Oh. Gerade noch einen im Haus ausgeschalten. Manchmal ist die Wärmebildkamera doch gar nicht so verkehrt. Okay, bleib kurz in Deckung, muss nachladen. Die 1 habe ich im Blick. Achtung. Oh, lolo. Okay. Wow. Vorsicht, Ziel auf 12. Scheiße, muss nachladen. Hab ihn. Bestätigt. Okay, weiter vorrücken zu den Aufklärungsdaten. Ja, Position im Turm. Okay, halte dich auf dem Laufenden. Rücke weiter vor. Information mitbekommen. Hab einen Orden gefunden. Wow. Achtung, Tango rennt hier mitten durchs Feld. Hast du markiert? Ja, ist markiert. Er rennt auf der Straße rum. Unidad-Fahrzeug. Oh, okay, die Rebellen machen gerade Party. Tango da. Nicht ablenken. Ich komm zu dir. Ja, ist auch besser, liegen noch Akten. Ich nutze diese Ablenkung. Achtung, bin drin.
Wir sind noch Kommunikationsvorräte. Auf Munitionierung. So, nochmal sehen, ob ich den Orden auch mal zu sehen bekomme. Ups. Okay, hab noch Akten gefunden, Gebäudepläne. Kommunikation markiert. Hier ist der Orden. Hab noch mehr Pläne, alles klar. Ich würde sagen, wir nehmen den leichtesten Weg raus. Bin ich dafür. Okay. Alles klar, das ist ein Heli. Nein! Moment. Komm nochmal runter, Nein, du bleibst jetzt da sitzen. Na, ha, ha. Okay, kann losgehen. Okay. Mache die Position ausfindig. Okay. Und weiter geht's mit der Hast du Nasenklammern dabei? Natürlich nicht. Aber ich habe eine Gasmaske dabei, die könnte ich mal eben mal anziehen. So. Jetzt werde ich geschützt sein vor den Drogen. Wenn wir das Labor in die Luft jagen, dann könnte es durchaus wirklich ein bisschen staubig werden. Chemie regnen. Okay, schalte das Licht aus. Okay, wir können, so wie es aussieht, auch von der Küste herein. Ja, den Heli werden wir erstmal los. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir möglichst ruhig und besonnen vorgehen, beziehungsweise dort unten reinkommen. Scharfschütze 459 Meter. Mhm. Auf die Entfernung kann ich keine Wärmesignaturen feststellen, das ist natürlich sehr ungünstig. 400 Meter Entfernung, ob wir den treffen? Moment. Ich liege, ich sehe ihn kaum. Ah, diese Fliegen hier. Ja, der bewegt sich in sowieso. Aussatz. Okay, gut, dann lass uns so vorgehen. Riskieren uns jetzt nicht. Okay. Ich muss definitiv mal das Edge. Ich muss definitiv mal das HQ anfunken für ein neues Scharfschützengewehr. Ich bräuchte auch. Ich habe zwar eine super Zieloptik, aber irgendwie wäre es toll, wenn ich da ein Entfernungsmesser mit drin hätte. Okay. Rücken wir weiter vor. Wie kann man eigentlich so schnell schwimmen wie du? Das ist ja unglaublich. Ja, ich war früher mal Leistungsschwimmer. Hast du aber noch gar nicht gewusst? Nein. Jetzt weißt du es. Ich probiere das auch mal aus. Okay, ich habe bisher drei Ziele. Wie viele Drogen werden hier bitte gekocht?
Eine ganze Menge, wenn ich mir die Silos so anschaue. Mhm. Ich kann versuchen, den Scharfschützen auszuschalten. Ich bin erstmal auf trockenem Fuß. Lass mich in deine Richtung noch einmal einen Blick riskieren. Alarmanlage. Hier oben ist der Generator. Ach, Alarmanlage. Was erzähle ich da? Bestens. Hat niemand mitbekommen. Scharfschütze ist ausgeschalten. Jetzt sehen wir mal zu, dass ich meine Füße auch an Land bekomme. Vorsicht Zug. Vorsicht Zug? Ja, er hat ja gerade gehupt. Ich nutze mal in dem Moment, um noch ein bisschen aufzuklären. Ja, ich versuche mal über die Felspassage hier noch ein Stückchen weiter vorzurücken. Okay, bin oben. Viele Patrouillen hier unterwegs. Ich könnte Nummer 1 ausschalten, das Problem ist, ich sehe Nummer 2 nicht. Ich sehe Nummer 2 auch nicht. Mhm. Okay, warte. Auch nur die 1, aber 1 ist gerade sehr weit unten. Dann ausschalten. Gerade nicht mehr im Blick, perfekt. Es ist so wunderschön, wie du das machst. Tango dort oben. Allerdings sind dort oben viele Patrouillen. Okay. Dann erstmal ziehen lassen und neu formieren. Beziehe Stellung am Boot. Okay, ich warte hier auf dich. Bin sofort da. Meinst du, der Turm wäre, der ist zu niedrig, der Turm, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Soll ich das einmal prüfen? Ja, mir wäre es eigentlich lieber, wenn du zu mir aufschließt. Vogel. Ich bin mir nicht sicher. Okay, siehst du das? Bei dir. Okay. Langsam vorrücken. Achtung, startet Drohne. Achtung, Tango. Tango drin, gleich rechts nach der Treppe. Ja, das Problem ist, ich kann den nicht ausschalten. Hab bereits drei andere Tangos noch gesehen. Tauche ab mit der Drohne. Okay, Vorsicht. Achtung, Achtung, Achtung. Das ist jetzt richtiger Blödsinn vom Spiel, muss ich mal sagen. Der kann mich nicht gesehen haben, ich stehe hier unten. Ja, mich hat er auch gesehen, macht er nichts drauf. Super, Spitzenklasse! Alles noch gut, alles noch nicht gut. Hinter uns! Rückzug, taktischer Rückzug, taktischer Rückzug! Okay, die haben uns durch das Blech gesehen, durch das Gitter. Gibt's noch eine andere Möglichkeit rein? Hoch, rauf, runter? Nein. Okay, das dürfte jetzt ungemütlich werden. Okay, Google,
zeig uns einen Weg dort hoch. Arvin. Ach doch, ich muss hier runter. Das hat so keinen Sinn. Alles gut. Okay, dann lass uns kurz Alarm machen hier drinnen. Schalter Vollautomatik. Ich hab schon mal den Granatwerfer ausgerüstet. Aber nein, ich deaktiviere den wieder. Nicht, dass ich hier schießen möchte und dann erwisch ich dich. Hä? Oh, die stehen hier oben genau über dem Gitter, Alter, ohne Scheiß. Oh Gott, du bist Zivilisten weggebombt. Da kann ich ja nichts dafür. Alter, schreck mich nicht so, du dummer Zivilist. Alles gut, Ghost. Wir schaffen das. Ich danke dir. Achtung, Kram. Oh, okay. Sehr schön. Ziel ausgeschalten. Ziel hinter uns. Oh, fuck. Rückzug. Ich habe mich zurückgezogen. Den Granatwerfer ausgerüstet. Ich muss allerdings noch kurz erledigt Bandage benutzen. Okay. Denk daran. Vorsicht, Feuer auf das Fass. Okay, Vorsicht, Feuer auf ein Fass. Oh, Tango oben. Er hat von einer anderen Position aus beschossen und sehen, aber nicht. Sehen auch nicht, allerdings mein Granatwerfer. Sperrfeuer. Vorsicht, Granate. Okay, jetzt hier ausgeschalten. Fuck, oh. Ich hasse es, wenn man Granaten daneben wirft. Vorsicht, hier sind explosive Fässer. Bist du in Sicherheit? Okay. Ich würde sagen, wir verschwinden wieder über die Abflussrohre. Positiv. So, wie wir reingekommen sind, gehen wir auch wieder raus. Tja, das Ganze hätte ein bisschen ruhiger ablaufen können und ich hätte mir ein paar Schusswunden erspart. Wer weiß doch, die Frauen stehen auf Narben. Huch. Hier ist ein Zivilist unter Wasser. Okay, rein ins Boot und ab dafür. Ich bin unterwegs. Lass uns das Feld räumen. Ich glaube, wir haben genug eingesteckt für heute. Ich sag dir eins. Ghostlied. Lama Schnaps. Literweise. Alles klar, dann lass uns einen trinken und wir sehen uns morgen früh. Okay. Puh.